Hallo zusammen, ich grüße euch. Kann man Schildkröten eigentlich frei im Garten laufen lassen oder nicht? So manch einer stellt sich diese Frage im Laufe seines Schildkrötenhalterlebens, meistens aber eher zu Beginn der Haltung. Das kann entweder sein, weil die Schildkröten drin gehalten werden und nun einen Auslauf draußen im Garten haben sollen, oder weil sie draußen leben und man gerne mehr Auslauf bieten möchte. Wie auch immer die Schildkröte lebt, der Freilauf im Garten ist in den meisten Fällen gut gemeint. Man möchte damit den Schildkröten mehr Bewegungsfreiraum geben und ihnen ermöglichen, dass sie hier ein paar von den Wildkräutern, die hier wachsen, so viel fressen können, wie sie möchten. Sie können sich hier richtig den Bauch vollschlagen. Aber ist das wirklich so sinnvoll? Nein, leider nicht. Denn der Grundgedanke ist sicherlich richtig. Die Schildkröten haben ja viel Platz und zahlreiche Futterpflanzen, die sie hier finden und fressen können. Aber dennoch ist es leider so, dass dieser Auslauf nicht artgerecht ist, beziehungsweise die Schildkröte sich nicht so wohl fühlt, wie sie vielleicht zu scheinen mag. Das heißt, die Schildkröte wird tatsächlich hier rumlaufen, sie wird fressen, sie wird die Sonne genießen, sie wird völlig. Ja, sie macht einen Eindruck, als würde sie sich wohlfühlen, aber in Wahrheit ist das leider nämlich tatsächlich nicht der Fall. Dazu muss man ein bisschen mehr darüber verstehen, was eigentlich Gefahr für Schildkröten bedeutet und wo sie sich besonders sicher fühlen. Schildkröten sind nämlich, dadurch, dass sie relativ träge und langsam sind, leichte Beute. Sie haben zwar einen festen Panzer, aber ansonsten sind sie ziemlich schutzlos den Feinden ausgeliefert. Und deswegen versuchen die Schildkröten natürlich, sich vor ihnen zu tarnen und zu verstecken, damit sie nicht so leicht auffindbar sind. Und ihr könnt sicherlich nun sehen, was meint ihr, wenn diese Schildkröte jetzt hier rumläuft und oben ein Vogel kreist? Ist diese Schildkröte leicht zu finden oder muss sich der Vogel schon ganz schön gut konzentrieren, um sie zu finden? Richtig, man kann sie ziemlich leicht finden. Und das gilt auch für alle anderen Feinde. Aber es gibt natürlich auch Feinde, dazu gehören zum Beispiel auch andere Haustiere, wie zum Beispiel Hunde. Und auch Hunde können hier leicht rankommen. Und nun ist es natürlich so, dass wenn ihr die Schildkröte beobachtet, beaufsichtigt, dass dann natürlich die Vögel Abstand nehmen und der Hund ist vielleicht auch an der Leine, sodass ihr das gut unter Kontrolle habt. Aber das weiß die Schildkröte ja nicht. Die Schildkröte sieht nun immer noch die Gefahr. Sie sieht, hier ist wirklich viel Freifläche und sie sitzt wirklich auf dem Präsentierteller. Nun hat sie allerdings keine richtige Chance, dem zu entkommen. Denn wo soll sie hin? Schaut euch mal um hier. Wenn sie hier nun sich aufhält wie ein Stein sozusagen, dann ist sie nicht so leicht auffindbar, wie wenn sie sich nun bewegen würde. Also angenommen, sie würde zum Beispiel sich da unter dem Trampolin verstecken wollen, dann hätte sie eine ziemlich weite Strecke unter Bewegung und diese Bewegung könnte von den Feinden registriert werden und dadurch ist sie dann leichter sichtbar. Das heißt, sie wird hier verweilen und ziemlich unscheinbar sich zusammenziehen und sich dort aufhalten. Oder im Gegenteil, sie hat so viel panische Angst, dass sie wie angestochen hier wild umherrennt und dahin läuft und dahin läuft. Und das wird dann so gedeutet, als wenn sie sich freut, dass sie endlich ganz viel Platz zum Laufen hat. Aber es ist leider die Folge von ganz großem Stress. Aber nun haben wir ja nicht nur so viel Freifläche, sondern es geht ja auch um andere Dinge. Zum Beispiel, wie schon gesagt, geht es um die Ernährung. Es ist natürlich ganz praktisch, wenn die Schildkröte hier rumlaufen kann und zahlreiche Pflanzen fressen kann. Aber hier auf dieser Wiese wird gemäht. Das heißt, die Pflanzen sind ziemlich klein. Sie müssen immer wieder neu austreiben. Und das bedeutet, dass der Rohfaseranteil von diesen Pflanzen immer relativ niedrig ist, während der Eiweißgehalt relativ hoch ist. Und diese ungünstige Konstellation ist zwar für das Frühjahr als Start nach der Winterstarre perfekt, aber im Rest des Jahres ist das eher ungünstig. Da sollte dann der Rohfaseranteil überwiegen, insbesondere nachher, wenn es in die Sommermonate hineingeht, in den Juli und August. Da sollte der Rohfasergehalt seinen Höhepunkt haben, sprich dort sind dann getrocknete Wildkräuter an erster Stelle auf dem Speiseplan.
Und das haben wir hier einfach nicht. Das heißt, die Ernährung hier ist nicht optimal. Nun kann vielleicht die Schildkröte sich an den Rand des Gartens bewegen, wo der Rasenmäher nicht ganz so gut hinkommt. Aber hier lauern schon die nächsten Gefahren. Hier habt ihr vielleicht die ein oder anderen giftigen Pflanzen angepflanzt. Vielleicht wächst da eine Pfingstrose, vielleicht ein kleines Buchsbäumchen, vielleicht rankelt da der Efeu hinunter. Es gibt zahlreiche Pflanzen, die nicht geeignet sind. Nun kann man natürlich auch hier immer die Schildkröte beobachten, aber es ist natürlich trotzdem nicht das Optimale. Ein weiterer Faktor im Garten ist vielleicht ein Gemüsebeet. Vielleicht baut ihr euer eigenes Gemüse an, die Tomaten, die Karotten, die Radieschen, was auch immer da wächst. Die Schildkröte wird gerne dorthin gehen und sich dort bedienen zwischen den Salaten und Erdbeeren und was da alles so wächst. Auch das ist wieder, was die Ernährung betrifft, nicht geeignet. Und zu guter Letzt kommt natürlich auch der Stress dazu. Nun kann man sich nicht vorstellen, dass das hier Stress bedeutet, aber abgesehen von der suboptimalen Ernährung und der leichten Angriffsfläche für Feinde, so bedeuten auch alle hier herumgeisternden Menschen und Tiere Stress. Zum Beispiel stellt euch vor, auf dem Trampolin würden jetzt meine Kinder herumhopsen, dann bedeutet auch das Stress. Denn einerseits sind die Kinder immer in Bewegung und die Schildkröte sieht hier eventuelle Gefahr. Und das andere ist, dass Schildkröten einen guten, ausgeprägten seismischen Sinn haben. Das bedeutet, sie nehmen die Bodenerschütterung stark wahr. Und wenn wir hier nun permanent herumlaufen und da gehopst wird und da ein Rasenmäher angeschmissen wird und so weiter, dann bedeutet das alles Stress. Nun muss man aber auch bedenken, dass wenn nun alles den Tag über hinweg gut läuft oder ihr empfindet es als gut, nun müsst ihr abends die Schildkröte einsammeln oder wann auch immer. Aber Schildkröten, die können wirklich flink unterwegs sein und das wird gerne unterschätzt. Wenn ihr euch zum Beispiel mit jemandem unterhaltet oder einmal die Aufmerksamkeit eurem anderen Haustier schenkt oder einmal kurz in den Himmel das Flugzeug beobachtet oder was auch immer, dann ist das rucki-zucki, dass die Schildkröte in diesem Moment über alle Berge ist. Natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber außer eurer Sichtweite. Das heißt, ihr wisst nicht mehr, wo ist sie hingelaufen. Ist sie unterm Trampolin? Ist sie da im Gebüsch? Ist sie da hinten im Schuppen? Ist sie da den Berg runtergelaufen? Sie kann überall hin sein. Und genau das ist der Grund, einer von mehreren Gründen, weshalb es jedes Jahr so unheimlich viele Fundtiere gibt. Es gibt natürlich auch andere Gründe, weshalb Schildkröten gefunden werden, aber das ist eine von ihnen, dass wirklich der Bewegungsdrang von Schildkröten und die Geschwindigkeit des Fortbewegens unterschätzt wird. Die Schildkröten sind wirklich rucki-zucki weg. Aber selbst wenn sie nun nicht vielleicht vom Grundstück entkommen konnte, so hat sie sich vielleicht dann irgendwo hier versteckt. Man weiß also, sie ist jetzt keiner Gefahr im Sinne von Straßen und so ausgesetzt, aber es gibt eben die giftigen Pflanzen. Vielleicht wollt ihr auch irgendwann mit dem Rasenmäher vorbeigehen oder mit dem Rasentrimmer oder andere Gerätschaften einsetzen. Und das bedeutet immer Gefahr für die Schildkröte. Also es gibt viele Dinge, die gegen einen Auslauf im Garten sprechen. Schildkröten brauchen für eine artgerechte Haltung, damit sie sich sicher und geschützt fühlen, brauchen sie ein wirklich wildes Flair. Wenn ihr sie im Garten herumlaufen lassen wollen würdet, müsste das bedeuten, dass euer Garten wirklich schildkrötengerecht ist. Die Wiese würde nicht gemäht werden und sie wäre auch nicht ebenerdig. Es müsste Höhen und Tiefen geben, es müssten Schotterwege sein, es müssten größere Steine sein, es müssten verschiedene Wildkräuter wachsen. Es darf auch nicht zu groß sein, denn wenn zu viel Platz vorhanden ist, dann bedeutet es in kühleren Monaten, dass die Schildkröte weiterläuft, als sie nachher fähig ist, ausgekühlt zurück ins Warme zu gehen. Und wenn ihr in euren Garten geht, dann wollt ihr wahrscheinlich nicht euch an Brennnesseln oder Disteln stechen, ihr wollt nicht an Himbeersträuchern hängen bleiben und ihr wollt auch nicht über Steine stolpern oder wie auch immer ein Schildkrötengehege aussieht. Ein Schildkrötengehege ist wirklich richtig wild und unordentlich strukturiert und kein oder fast kein Garten ist schildkrötengerecht. Wenn euer Garten schildkrötengerecht ist und keine Gefahr von Haustieren lauert und
keine Kinder vorhanden sind hier, die hier herumhopsen, mit Bällen spielen oder über Klettergerüste hüpfen, dann kann man Schildkröten auch im Garten herumlaufen lassen. Aber der normale Garten, wie man ihn meistens so hat, der ist für Schildkröten nicht geeignet, sondern er bedeutet sehr viel mehr Stress, als er tatsächlich nützt. Also die Abwägung von Nutzen und Risiko bedeutet, dass die Schildkröte lieber nicht im Garten herumlaufen sollte. Hier gilt das Motto, weniger ist mehr. Lieber weniger Platz und dafür mehr Struktur, als viel Platz und dafür an falschen Ende gespart. Sorgt also dafür, dass eure Schildkröten in einem wilden, gut strukturierten Freigehege ihren Platz finden, dass sie dort sich voll austoben können. Und wenn ihr ein richtig gut strukturiertes Freigehege habt, dann braucht die Schildkröte auch nicht einen Auslauf in den Garten, sondern sie ist dort rundum zufrieden. Außerdem erspart ihr der Schildkröte damit den Stress des Umhertragens aus dem Gehege raus, in den Garten rein und wieder zurück. Also ein Freigehege hat wirklich viele Vorteile und dieses Reich ist dann wirklich richtig schildkrötengerecht und das ist empfehlenswert. Also bitte, auch wenn der Auslauf im Garten gut gemeint ist, bitte verzichtet drauf, sondern konzentriert euch auf das Freigehege und holt euch ein Stück natürlichen Lebensraum dorthin, damit dort die Schildkröten ein glückliches, zufriedenes Leben führen können, stressfrei und geschützt und geborgen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss!